Hallo, herzlich willkommen. Ich bin es im Textwookie und begrüße euch ganz herzlich hier auf meinem Kanal. Schön, dass ihr da seid. Es gibt eine weitere Folge von Lego Marvel Avengers. Das ist die zweite Mission, Part 2. Muss es leider in die Mission in vier Teile wahrscheinlich aufteilen, weil sie einfach die einzelne Mission zu lang ist. Sprich, was ja auch nicht so schlecht ist, würde ich es in ein Video reinkriegen, dann wäre das wahrscheinlich zu lange, keiner wird es bis fertig anschauen. Das heißt zwar nicht, dass man, wenn es kürzer ist, dass es die Leute anschauen, aber es ist allweil besser für die Leute, wenn besondere Sachen passieren, sage ich jetzt mal. Könnte ich es spezifisch benennen, wenn einer was sucht, dass man es besser findet, aber das ist jetzt eh noch nicht der Fall. Wir müssen das Lego erst einmal durchspielen, und wenn das der Fall ist, dann gibt es die ganzen Fundorte, die ganzen Steine, die ganzen Charaktere, die ganzen Fahrzeuge und so weiter, die geheimen Erfolge oder die Fundorte von den Kanistern, wo wir uns schwer getan haben. Und das war zum Beispiel die Mission Zwillinge am Zug. Zwillinge am Zug ist eine Mission. Ich glaube, da habe ich schon einen Ausschnitt hochgeladen in der Playlist, müsst ihr schauen. Zwillinge am Zug ist eine Mission, da kämpft der Hulk gegen den größere Version von dem Iron Man, und da sieht man die ganze Kampagne, die Mission sieht man halt nur von oben, und die zwei Charakteren kämpfen automatisch und man kann dann immer nur das Kreuz steuern. Und wenn man das Kreuz steuert von oben, dann kann man über das ganze Bild fahren, und das sind versteckte Fundorte von den Charakteren drin. Das geht von 1 bis 6, glaube ich. Und wenn man über 1 drüber gefahren ist, dann hat man einen Fundort. Das heißt, ihr könnt in der ganzen Kampagne wieder die ganzen normale Anzahl von den Kanister suchen und finden. Wenn ihr die gefunden habt, dann fehlt euch meistens noch einer. Und das ist dann der. Dann muss man in der Mission von oben, muss man über so Punkte fahren. Und da steht nachher dran 1 von 6, 2 von 6, 3 von 6, 4 von 6, 5 von 6. Und wenn man das alles gemacht hat, dann schaltet es automatisch den Kanister frei. Dazu habe ich auf YouTube jetzt hat kein Video bis jetzt gefunden, also wo richtig so beschrieben wird. Ich glaube, so wie ich geschaut habe, ich und mein Kollege, sind wir fast die Einzigen, wo das haben. Es ist ja auch nicht so schwer. Normalerweise, wenn man ein bisschen aufpasst und sieht, dass man da wo drüber gefahren ist, dann kriegt man den Kanister eigentlich automatisch. Aber wir wussten es am Anfang nicht und haben uns dann schwer getan mit Videos zum Suchen. Es sind zwar Videos auf YouTube, wo die den Kanister gefunden haben, aber es wurde nicht erklärt, wie und warum und was man machen musste. Solche Sachen wird es dann alles hier geben. Das Video Zwillinge am Zug habe ich schon hochgeladen, und was habe ich denn noch hochgeladen? Ja, den Schluss von der Avengers habe ich schon hochgeladen. Also der Erfolg, der Schluss, der heißt Steinchenregen. Was man alles, musst du das Spiel zu 100% fertig haben. Alle Charaktere, alle Fundorte, alle Steine und so weiter. Und wenn du dann auf deinen Startbildschirm gehst, steht immer dran, was weiß ich, Steine 250 von 250, Kampagne 100% und so weiter, alle Charaktere von bis und so weiter. Und dann kommt der Erfolg meistens nicht. Das liegt dann meistens daran, dass bei uns war es so, dass wir überall 100% hatten, aber es gibt Fahrzeuge im Spiel, wo man freischalten kann über die Plattformen, und das wird nicht angezeigt im Titelbildschirm. 2 von 6, 3 von 6 und so weiter. Das muss man einfach wissen, und solche Videos gibt es auf YouTube einfach leider wenige. Die meisten beschäftigen sich mit Kampagnen, einzelnen Missionen, und ab und zu mal macht einer ein Video, wo die ganzen Fundorte sind und so weiter. Und solche Videos wird es dann, ja, was labert da, würden jetzt die meisten denken, aber ich wollte bloß darauf hinweisen, solche Videos wird es dann in Zukunft hier bei mir geben. Ich werde mir die Mühe machen, nachdem ich jetzt mal ein paar Videos hochgeladen habe von der Mission, normale. Dann werde ich hochladen, wo wir was gefunden haben, wo gibt es was zum Holen, welche Charaktere und so weiter, wo wir gezielt gesucht haben, weil wir das Ganze schon auf der Xbox 360 gespielt haben. Zuerst, um zu schauen, wo ist was, wo gibt es was, dass wir es auf der One nachher
leichter haben. Wir hätten auch die Videos von der 360 hochladen können, aber da ist die Grafik einfach schlechter, und wenn ich schon in HD render, dann will ich wenigstens Blu-ray rendern von der Xbox One und nicht das 360 Gedönse. 360 mache ich wirklich bloß, um ja, Erfolge noch zum Spielen, sprich um zweite Erfolge zum Spielen. Ja. Loki hier flippt das Spiel aus. Ja, das dazu, und deswegen gibt es hier auch jetzt nichts weiter zum Sagen, weil es einfach die normale Kampagne ist. Ich wünsche euch viel Spaß. Ich hoffe, es gefällt euch. Haut rein. Ich wünsche euch Spaß. Ciao. Euer Wookie. Wir brauchen diese Fahrzeuge. Hören Sie mich! Warten, wurde umgedreht. Sie haben den Tesserakt. Haltet sie auf! Das habe ich nicht kommen sehen. Tja, dafür wissen wir jetzt, dass der Feuermelder funktioniert. Ja, aber die Tür hat sich von selbst verriegelt. Coulson hier, du kannst mich Phil nennen. Oder Agent. Keine Sorge, das kriegen wir schon hin. Irgendwann.
Ein Fahrzeug hätten wir. Jetzt brauchen wir nur noch Feuerkraft. Hast du die Tasten schon probiert? Das Serienmodell? Das verstößt doch gegen mindestens 5 Arbeitsschutzregeln. Mal sehen, wie stark diese Rolltore wirklich sind. Schießen.
Der Tesserakt ist in Händen der Angreifer. Hill? Viele Männer sind noch hier unten. Zahl der Überlebenden unklar. Folgender Befehl. Jeder, der nicht mit Rettungsaufgaben betraut ist, sucht nach diesem Koffer. Verstanden. Wir befinden uns jetzt im Krieg.